Ja, hallo und herzlich willkommen zum letzten Saisonlauf der GBCC in Macau. An meiner Seite begrüße ich mal den Streaming-Kollegen Sebastian Schmitz. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian, ja, es freut mich sehr, hier beim großen Finale dabei sein zu können. Endlich ist es soweit. Alle haben es erwartet. Das Finale in Macau, zwei Highlights im Jahr überhaupt. Also da kommt kein Wetten, dass kein Schlag den Raab ran. Wenn Macau läuft in der GBC, dann sind alle dabei. Ja, und Macau ist eine super schöne Strecke, aber auch super gefährlich und wir haben ja auch schon mega viele Crashs gesehen. Also ich erinnere da bloß schon alleine Turn 2, dann diese super schnelle Rechtskurve, da gab es schon die ersten Massencrashs und dann auch gleich in der ersten Runde dann das Einfahrt in das Infield, sage ich jetzt mal. Also die dritte Kurve, diese rechts, da ist auch immer sehr viel Action und da wird es auch gerne mal eng, vor allen Dingen in den ersten Runden. Ja, und dann nicht zu vergessen die ganz berühmte Melco Hairpin, die einzige beziehungsweise die einzige Kurve weltweit, in der ein absolutes Überholverbot gilt, und das quasi für alle Fahrzeuge, die da fahren. Hat Ja. einfach den Hintergrund, dass da einfach, ja, ich sag mal, da kann man nicht nebeneinander durchfahren. Dafür ist die Strecke zu schmal. Da gibt es eine Linie, die kann man fahren, und wenn man das nicht macht, dann ist man in der Wand. Und die Fahrer- und die Teamwertung ist schon entschieden. Allerdings unspannender wird es deswegen nicht, denn direkt dahinter geht es dann mit den ganz engen Fights los. Wir haben hier noch eigentlich noch ja, drei Fahrer, die Platz 2 erreichen können. Derzeit ist Göstetner, sein Teampartner Jörg Komani an Platz 2, hat auch einen ja, relativ komfortablen Vorsprung auf den Christoph Bartels, aber da ist durchaus noch was drin. Das ist ja nun doch schon ausfallträchtig hier in Macau. Und auch in der Teamwertung ist durchaus noch ein schöner Fight um Platz 2 möglich und da sogar zwischen ja, vier Teams. Ja, natürlich sehr spannend. Also auch wenn Fastenrenting ziemlich überlegen diese Saison gewinnt, haben wir dann doch noch einige Duelle, die heute sehr spannend sein können. Und wenn man hier diese Kurve sieht, dann erinnere ich bitte an unglaubliche Duelle im letzten Jahr, wo sich hier der Christoph Bartels überschlagen hatte. Das war auch das erste Mal im GBCC-Rennen, wo wir das live im Bild haben, wie sich ein Auto überschlägt. Das verspricht viel Action. Also Macau ist eigentlich eine unglaublich einzigartige Strecke. Ist auch jetzt nicht zu vergleichen mit der Nordschleife oder so, weil es einfach, ja, einzigartig ist. Vielleicht mit Monaco ist es zu vergleichen. Vielleicht. Ja, aber es hat irgendwie einen anderen Streckenfluss. Also du hast ja in Macau doch dann sehr viele schnelle Kurven auch dabei, zum Beispiel die jetzt, das ist dann schon eine dritte Gangkurve oder dann halt gleich nach Startziel dann diese links, die rechts auch wieder eine mit sehr viel Schwung und das ist alles ein ganz anderer Streckenfluss meines Erachtens nach zu Monaco. Also ja, ich weiß nicht, bist du so schon mal gefahren, Sebastian? Kommen wir doch gleich mal zur Preisfrage. Ja, hier in den Vorbereitungen, in den Trainings habe ich mir natürlich auch den SimRace TV Porsche geschnappt und bin natürlich zwei der Runden gefahren. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, und obwohl ich auch ja natürlich einen gewissen Ehrgeiz habe, bin ich hier wirklich nicht annähernd irgendwie in den Bereich von Zeiten gekommen, wo ich mit zufrieden gewesen wäre, jetzt im Vergleich auf die schnellsten Zeiten. Also der Gö ist hier eine 16 gefahren, ich habe, glaube ich, in meiner besten Runde eine 18 geschafft. Also die Kombination Macau-Porsche ist super speziell. Wenn man da keine Erfahrung hat oder wenig Erfahrung hat, dann ist das wirklich, wirklich schwierig. Oder ich bin auch einfach nur schlecht. Daran kann es auch liegen. Ja, da hat ja das DRM-Rennen doch ein bisschen was anderes bewiesen. Also zumindest im Vergleich zu Gö warst du dann doch ziemlich gut unterwegs. Ja, wobei wir da andere Autos, also verschiedene Klassen gefahren sind. Aber lassen wir mal die DRM weg. Jetzt, man kann, was ich damit sagen wollte, man sieht hier, die Strecke wird wirklich nur von Banden begrenzt, und man muss da wirklich quasi, die beste Linie ist, wenn man so nah wie möglich an der Bande ist, und das ist ein unglaublich anstrengendes Fahren, ein schwieriges Fahren, und da muss man auch einen gewissen Mut haben. Aber natürlich, wer übermütig ist, der hängt jede zweite Kurve in der Wand, und dann macht auch Training keinen Sinn, weil in der Wand kann man nicht gut trainieren. Das ist hier wirklich eine spannende Kombo, auch wenn Überholmanöver jetzt hier in dem Infield schwieriger sind. Wir kommen jetzt zu der Kurve, wo man vielleicht will, innen reinstechen will, aber das ist einfach nicht möglich, weil, wie man sieht, rechts um die Kurve weiter, da ist keine Lücke zum Überholen. Die einzige Überholchance, die wir hier wirklich haben, ist ja, Startziel.
Ja, wobei, eigentlich muss man hier einfach bloß Millimeter hinter dem Gegner sein und in den Fehler treiben, weil man muss hier 100% konzentriert sein, und wenn man dann die 5% abzwackt, um mal in den Rückspiegel zu schauen, wo denn der Gegner ist, dann können das schon genau die 5% sein, die dann in der Wand hängen. So, Sasha Lestrange hat schon die erste Bestmarke gesetzt. Eine 2:17.2, das geht noch schneller. Jetzt hier auch Jan Henrichs ist gerade über die Ziel gefahren. Nein, ist er gar nicht. Doch, ist er wohl. Warum wird die Zeit nicht mehr gezeigt? Naja, er ist, ich muss kurz erzählen, er ist in 2:20.0 gefahren. Das sind auch noch keine Zeiten. Ich meine, der Gö Werner 16:05 gefahren hat seine schnellste Zeit. Ja, kann ich auch bestätigen. Bin mal gespannt, wie die Zeiten hier noch fallen. Man muss natürlich sagen, dass hier ein Escape-Verbot ist. Sprich, die Fahrer dürfen, wenn sie einmal das Auto geschrottet haben und nicht mehr in die Box zurückkommen, dann dürfen sie nicht nochmal rausfahren. Und deswegen werden jetzt die ersten 10 Minuten, denke ich mal, eher so diese Sicherheitsrunden kommen. Wir sehen jetzt hier auf Platz 5 der Zeit Markus Studer da mit einer 2:30. Also das ist Meilen erstmal weg von der normalen Zeit. Aber man will einfach erstmal in Ruhe eine sichere Runde fahren, sich langsam rantasten, und denke mal, wenn dann der Gö über die Startziellinie kommt, dann wird er da auch, werden wir da auch keine Topzeit gleich in der ersten Runde sehen, sondern da wird dann erstmal ein bisschen ruhiger befahren. So, und wir sehen jetzt hier gerade Elmar Erlekotte, der sich bereit macht für seine einzige schnelle Runde, und damit ist er heute definitiv nicht alleine. Wir haben eine Menge Leute gehabt, die in Suzuka gecuttet haben, und alle die dürfen eine schnelle Runde heute fahren, und da sind ganz große Namen dabei, die absoluten Favoriten. Elmar Erlekotte, Christoph Bartels, Gö Stettler, Jörg Omani. Also alles Kandidaten für den Sieg, auch Alex Riedel, der ja seine Zeit schon gefahren ist, ist da auch einer von. Also wir haben kaum von den Top-Leuten welche, die wirklich frei fahren können, außer Sasha Lestrange vielleicht. Aber da müssen wir gucken. Und Alex Riedel auf der zweiten Position mit einer 2:19.8. Das sind ja fast 3 Sekunden langsamer als Gös schnellste Zeit. Aber wenn man nur einen Versuch in Macau hat, dann fährt man eine sichere Runde. Und eine sichere Runde ist hier nicht eine halbe Sekunde langsamer, die ist direkt richtig viel langsamer. Jetzt sehen wir hier gerade diese Kurve am Ende der langen Geraden. Das ist auch so eine Überholstelle. Da kann man sich schön ransaugen vorher, und dann kann man sich innen reinbremsen. Allerdings muss man sich dann doch schon spätestens Mitte der Kurve entschieden haben, ob man zurücksteckt oder nicht. Denn wenn beide nicht zurückstecken wollen, dann passt's nicht. Und wir sehen ja gerade Elmar, wie er die berühmte schnelle Kurve nicht erwischt. Die habe ich auch schon häufiger mal erwischt. Und damit ist sein Qualifying beendet. Ja, Elmar damit jetzt schon sein Qualifying beendet. Wir haben von ihm keine schnelle Runde, also er wird von hinten starten, und das wird ihm gar nicht schmecken, denn das kostet einfach nur unheimlich viel Zeit. Man kann ja kaum überholen. Ich denke mal, nach dem Start sind allerhöchstens 1-2 Plätze drin, mit einem guten Start vielleicht 3. Und ja, damit ist man dann gerade mal vielleicht Platz 15, wenn es gut kommt, und Elmar sein Ziel wird, denke ich, eher Top 3 sein. Jetzt Mike Neumann im Bild, einer der Wilgrave-Fahrer, zurzeit Platz 14 mit noch keiner gefahrenen Zeit, aber das wird gleich bestimmt, verbessern, indem er einfach mal eine Zeit fährt. So, wir gucken mal ein bisschen rund, was machen die, die nur eine Runde haben. Christoph Bartels steht in der Box, Jörg Omani auch, Gö Stettler auch. Also, Bisher ist noch alles gut.
Ja, und Macau, man sieht auch, warum die Fahrer hier, oder warum das die letzte Strecke ist, denn hier wird es schwierig zu cutten. Und das ist natürlich ganz schön. Dann braucht man keine Strafen mehr aussprechen und die dann mal irgendwie umwandeln müsste in Punkte oder sowas, sondern hier kann man sich sicher sein, es gibt keine Cutting-Strafen. Ja, der eine Nachteil, den wir davon haben, eine Rekordauswertung nach Macau heißt, Strafen, die es für Cutten gäbe, wären sowieso nicht mehr relevant, weil ja kein folgendes Rennen mehr kommen würde. Heißt, wir könnten es gar nicht genießen, dass es mal eine Qualifying gäbe, wo alle mit dabei sind und nicht irgendeiner nur eine schnelle Runde haben. Eine schnelle Runde hat. So, wir gucken weiter. Wer ist auf Strecke? Stefan Taigler. Und Stefan Taigler, unser Head Admin, das ist aus einer ganz sicheren Quelle, weiß ich das, seine absolute Lieblingsstrecke. Ja, also Macau, denke ich mal, da gibt's nur zwei Arten von Fahrern, nämlich die, die sie lieben und die, die sie hassen. Das ist ähnlich Monaco. Ja, und er macht jetzt hier seinen Porsche ein bisschen rund, fährt da so ein bisschen in seiner Einführungsrunde, nimmt er einfach mal die Banden mit. Ja. Weiß nicht, vielleicht will er den schmaler klingen Porsche, damit er dann noch schneller hier durchkommt. Mal schauen. Seine schnelle Runde geht gleich los und da sehe ich, wie der Gö Stettler aus der Box rollt. Ist hier jetzt gerade aus der Box gefahren und ja, werden wir uns dann gleich auch mit befassen. Ich nutze jetzt aber mal die Chance beim Stefan Taigler, den wir ja auch gerade im Bild hatten und der jetzt auf seine schnelle Runde geht, wenn wir einfach mal onboard gehen und uns seine Runde angucken. Also der erste Streckenabschnitt nach Startziel, das sind ja super schnelle Kurven. Die Kurve geht hier Vollgas links, dann kommt jetzt hier gleich eine rechts. Ja, Vollgas rechts, wenn man ganz mutig ist, wenn man nicht so mutig ist, leicht lupfen, weil man erwischt auch ganz gerne mal links dann den, ja genau wie der Stefan hier, die Bande und das kostet ein bisschen Speed. Jetzt hier bis was geht beim Porsche beschleunigen, auf diese rechts hier zu und dort ist eigentlich die erste Überholstelle, weil man so hart reinbremsen muss. Und dann meistens mit ein bisschen Wheelspin hier rein und jetzt gehen hier diese flüssige Kurvenkombination los, hier hoch zu raus beschleunigen, einfach Vollgas hoch. Man muss ein bisschen aufpassen, die Banden, die sind hier ein bisschen klebrig, also wenn man dazu nahe dran kommt, dann bleibt man hängen wie Elmer. Und jetzt hier über die Kuppe anbremsen, links-rechts, und jetzt wird es immer langsamer, erstmal in diese langsame rechts hier rein. Ja, nur mal kurz raus, ich leuchte, dann kommt wieder eine langsame links und dann kommt einer meiner Lieblingsstreckenabschnitte. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Kombination, muss man ein bisschen mit Bremse und Gas spielen hier, diese erste rechts. Dann geht es hier auch wieder mit ein klein wenig Bremse in diese Links-Rechts-Kombination. Ja, eigentlich sind es nur Links-Rechts-Kombination. Jetzt wieder Links-Rechts-Kombination. Raus beschleunigen hier runter. Dann wird man gleich schön blind in eine Kurve fahren. Das ist nämlich diese hier. Da muss man dann blind reinbremsen. Jetzt zeitig raus beschleunigen und da geht das Heck weg von Stefan. Drüber drauf, wieder blind anbremsen. Über diese Kuppe möglichst zeitig raus beschleunigen. Ja, jetzt kommen wir hier noch raus beschleunigen links. Die geht relativ schnell. Ungefähr dritter Gang. Stefan hat hier ein bisschen den Scheitelpunkt verpasst. Wieder raus beschleunigen. Jetzt kommt hier diese erste Engstelle. Die muss man gut treffen, anbremsen und die Haarnadel. Und da hat Stefan die Kurve verpasst. Legt den Rückwärtsgang ein und es geht weiter. Und dreht sich gleich nochmal. Also er wird jetzt höchstwahrscheinlich in die Box fahren, das Auto reparieren lassen. Die Runde ist sowieso im Eimer. Außerdem hat er den Splitter von, was wir gesehen haben. Und nach dieser langsamen Haarnadel geht's wieder in diese schnelle Passage. Das sind jetzt hier super schnelle Rechtskurven, zwei hintereinander, wo man auch mal jemanden überholen kann, wenn derjenige ins Driften kommt beim Rausbeschleunigen. Und noch eine ganz andere Spezialität, jetzt hier die Boxeneinfahrt, geht hier einfach geradeaus rein. Und der Stefan fährt rein, obwohl er keinen Splitter mehr hat. Okay, das ist mutig. Soweit ich weiß, hat auch keine Qualifying-Strafe. Und deswegen dürfte er so viele Runden fahren, wie er wollte. Aber wahrscheinlich erstmal eine Sicherheitsrunde gefahren mit einer 2,28. Ja, und zurzeit
das Qualifying-Ergebnis bisher noch ein bisschen lustig aus, weil Sascha Lestrange führt immer noch mit einer 17-2 und hat 2 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Mike Neumann. Ah, da schauen wir doch mal, was Gö macht. Und Gö fährt hier gleich mal eine neue Bestzeit im mittleren Sektor. Nein, im ersten Sektor. Korrigieren. Und es sieht gut für ihn aus. Hat nur eine Runde, aber er geht hier anscheinend, oder spielt hier anscheinend all in. Ah, legt hier sogar mal ein bisschen den Porsche an, aber die Rückspiegel braucht man sowieso nicht. Und bin mal gespannt jetzt auf die zweite Zwischenzeit. Ist er dann immer noch vorn oder liegt er dann schon hinter dem Sascha Lestrange zurück? Ja, also diese kleinen Fehler, die wir da gesehen haben, wo er doch die Bande erwischt hat, die kosten einfach ein paar kmh. Und deswegen liegt er jetzt auch 3/10 zurück. Jetzt kommen wir gleich zur Hornadel, wenn er die gut erwischt. Ja, nicht ganz optimal, aber es geht doch. Dann dürfte es durchaus für den Platz 2 reichen, denn der zweitplatzierte Mike Neumann hat 2 Sekunden Rückstand auf den Sascha Lestrange. Also da sollte sich Göstädtler locker davor platzieren können. Auch hier super durchgemacht gesehen, mit Bremse in die Kurve rein, damit das der Wagen etwas los wird und dann mit Gas rausgetrieben, also optimal. Auch ja, hier wieder getroffen. Und jetzt kommen wir zur Startziellinie. Und da hat er nochmal ordentlich Zeit aufgeholt. Also eine super Runde für einen Gö mit einer 2:17.322. Ja, und auch sein Teamkollege Jürgen Mani ist jetzt rausgefahren für seine schnelle Runde, die er dann gleich fahren wird. Christoph Bartels steht noch an der Box. Also mutig, der wartet bis zum letzten Moment anscheinend, um dann seinen Angriff zu starten. Ja, und man muss auch sagen, Gö ist gerade mal 1/16 langsamer als seine absolute Bestzeit. Also, das ist schon echt erstaunlich. Währenddessen, Sascha Lestrange ist näher dran an seiner Bestzeit. Der ist in der Vorbereitung eine 2:16.8 gefahren. Hier fährt er jetzt eine 2:17.2, also gerade mal 1/4 dahinter. Aber wenn man sich das mal überlegt, Göstädtler, eine schnelle Runde. Und was macht er? Er legt hier eine Runde hin, die gerade mal 1/16 langsamer wie seine absolute bisherige Bestzeit ist. Also, er hat hier echt die Kuh fliegen lassen und hat es nirgendwo an die Wand so richtig gelegt. Ja, das ist einfach, ich würde jetzt sagen typisch Gö, aber das hört sich so negativ an. Das ist einfach seine Spezialität. Er kann schnell und sauber Runden fahren und auch die dann auf den Punkt bringen. Also er braucht da nicht große Anläufe. Er kann kalkuliertes Risiko gehen, so will ich das mal nennen. Er kann Speed gehen, ohne in der Wand zu landen einfach. Also einmalig, würde ich jetzt sagen. Aber er ist hier gerade Jokomani vorbeigeschossen und da frage ich mich so ein bisschen, warum will er jetzt doch noch eine Runde fahren oder will er einfach nur schnell in die Box, weil er auf Klo muss? Ah, der Gö, muss man auch sagen, in der GBCC, da hat er einfach einen Lauf. Also diese Saison lief so gut für ihn, hat er, man muss fast schon sagen, seinen Teamkollegen, den wir im Bild haben, den Jokomani, fast schon deklassiert. Also der Christoph Bartels kam nicht mit, also völlig verdient die Meisterschaft für ihn. Und ja, das beweist er einfach hier wieder, dass er jetzt nie nachlässt, sondern dass er einfach vorne mitfahren will. Christoph Brandt ist jetzt auch rausgefahren in seiner Einführungsrunde. Der braucht noch ein bisschen, bis er zum Startziel kommt. Aber der da jetzt ist, das ist der Jokomani, der wird jetzt seine schnelle Runde starten. Und ich denke mal, das ist noch einer der vielleicht in die Region vom Lestrange und von Göstädtler fahren kann. Genau wie Christoph Bartels. Bei den anderen wird dann schon eng. Ja, und für den Jörg Comani ist hier schon vorbei. Ich habe vorhin gesagt, man muss hier aufpassen in dieser ersten schnellen Rechtskurve. Die kann man mit Vollgas durchfahren, aber man kann eben auch an der Boxenmauer, oder Boxenmauer ist es ja nicht, einfach dort an der Mauer hängen bleiben. Wir schauen uns das nochmal im Replay an. Also hier super schön durchgekommen, hier Vollgas, das ist klar, in diese Rechts rein. Wahrscheinlich etwas zu wenig Gas weggenommen. Wir werden es gleich sehen. Ja, er ist ja rechts leicht an die Bande gekommen und dadurch hat es ihn dann nach links in die Bande katapultiert und ja, die hat sich wahrscheinlich gedacht, der Klügere gibt nach und ja, Porsche schien klüger zu sein.
Ja, damit bleibt nur noch Christoph Bartels, der ganz nach vorne fahren kann. Da sind wir jetzt mal gespannt. Beginnt jetzt hier eine Runde. Also der Christoph natürlich auch und der Rand vor schnellen Rundenzeiten, aber der hat es auch einige Male verbockt in dieser Saison. Paar wilde Ausflüge gehabt und ja, ich mache mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen um seinen Porsche. Also ich glaube schon, dass er ja den Willen hat, die Aggressivität, die man braucht, um so eine schnelle Runde zu fahren, aber hoffentlich ist er nicht um Gas. Vor allem, wir haben jetzt Routines wie Gormani gesehen, der das Auto in die Wand gesaugt. Elmar Erlekotte hat das Auto in die Wand hier gejagt. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt beim Christoph. Ich will jetzt nichts breien, aber ehrlich gesagt, das Dreierpack Gormani, Bartels und auch Erlekotte da hinten, das würde eine sehr, sehr leckere Rennaction versprechen. Er hat 3 Zehntel Rückstand im ersten Sektor für den Christoph, also das ist noch voll im Plan. Damit würde er ohne Probleme auf Platz 3 nach vorne kommen. Jetzt mal sehen, bis jetzt hat er sich von allen Banden erfolgreich ferngehalten. Ja, vielleicht macht er jetzt auch wirklich mehr die Sicherheitsrunde. So viel zum Thema Sicherheitsrunde. Da steht er am Zaun. Er sucht jetzt hier den Rückwärtsgang, um wieder loszukommen. Wahrscheinlich hat er dann gleich noch das Auto abgewürgt. Ja, jetzt hat er Rückwärtsgang gefunden, jetzt geht's weiter. Und damit ist die Runde für ihn im Eimer. Wenn er es schafft, unter der 11-Sekunden-Marke hinter dem Sascha Lestrange zu bleiben, dann kann er den Stefan Teichler vom 16. Platz verdrängen. Ansonsten steht er da in sehr, sehr guter Nähe zu Kumon und Erlekotte da auf den letzten 3 Starträngen. Also da haben sich wirklich einige hier für die schlechteste Strecke im Kalender diese eine Quali-Runde ausgesucht, denn gerade hier ist es unheimlich schwierig, diese eine Runde hinzubekommen und schnell hinzubekommen. Wir haben jetzt einige gesehen, die haben eher ruhiger angegangen, sind dann eine Sicherheitsrunde gefahren. Wir haben andere gesehen, wie jetzt hier Christoph Bartels oder auch Elmar Erlekotte, die es dann doch in die Wand gesetzt haben. Ja, was soll man sagen? Also Marco Blech zum Beispiel hatte auch eine Quali-Sperre, ist hier eine ruhige Zeit gefahren, ganz sicher eine 2.20 und ist damit auf Platz 9, währenddessen Christoph Bartels zum Beispiel versucht hat, schnell zu sein und auf dem 17. Rang mit einer 2.33. Also ja, kann jeder für sich selber entscheiden, was der bessere Startrang ist. Ja, also eine Qualifikation, die ich jetzt gerade nicht so recht einzuordnen weiß. Wir haben jetzt hier 2 schnelle Zeiten, Sascha Lestrange, Guy Stettler und dann geht's abwärts. Ja, lustigerweise haben wir jetzt hier Christoph Bartels auf 17, Jörg Gormani 18, Elmar Erlekotte 19. 3 schnelle Fahrer, die wir ja zu den Favoriten hinzugezählt haben, die jetzt ganz nah beieinander stehen, aber halt hinten im Feld. Interessant daran ist auf jeden Fall, dass zwischen Christoph Bartels und Jörg Gormani ist ja noch richtig eng werden kann um den zweiten Platz in der Fahrermeisterschaft und ja, der Christoph muss da ein paar Punkte mehr holen als der Jörg und zwar 10 an der Zahl. Vielleicht hat er da jetzt die Möglichkeit, sich schneller nach vorne zu kämpfen. Ich glaube, hier kommt es auch auf einen richtig guten Start an. Wenn man hier am Start viele Plätze gut machen kann, aber im Anbremsen auf die erste Kurve, das ist schon mal die halbe Miete. Wobei, ja, ich krieg auch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich dann an die erste wirklich enge Kurve denke, weil die ist, glaube ich, zu eng für so viele Autos. Die erste Kurve ist es gar nicht so. Also es ist wirklich dann nach der langen Geraden die Rechtskurve, wo dann immer die Probleme auftreten, weil dort jeder noch schnell einen Platz gut machen will. Wir hatten auch schon den Fall, dass da einfach jemand von hinten völlig den Bremspunkt verpasst hat, weil er im Fight war und dann natürlich durch den Ziehharmoniker-Effekt dort vielseitiger gebremst werden muss in der ersten Runde. Und da gab es schon schöne Crashs. Ich hoffe mal, das passiert heute nicht, dass wir ein paar spannende Duelle sehen.
Und ja, wir haben eigentlich die allerbesten Voraussetzungen. Wir haben an der Spitze zwei superschnelle Fahrer, den Sascha Lestrange und den Guy Stettler. Und wir haben im hinteren Feld dann drei Fahrer, die das Qualifying halt nicht abgeschlossen haben, beziehungsweise sehr schlecht abgeschlossen haben. Und die jetzt einfach sich nach vorne kämpfen und uns, denke ich mal, zeigen werden, wo man hier überholen kann in Macau. Ja, wir haben gerade schon die Fahrerwertung angesprochen und da blenden wir die doch einfach mal ein und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, Guy Stettler vorne 444 Punkte, das sind mehr als genug, um zu wissen, dass er definitiv der Meister ist. Selbst wenn er heute 0 Punkte holen würde, dann würde sein Streichergebnis in Kraft treten, was zurzeit bei 43 Zählern liegt. Ist also insgesamt nicht mehr aufzuholen. Da könnten wir quasi gratulieren, das sparen wir uns aber für nach dem Rennen aus. Jörg Romani 366, Christoph Bartens 348. Alex Riedel mit 340. Alex Riedel hat da nur so ein bisschen Außenseiterchancen, wobei er ja auch, ja, er steht ganz vorne im Vergleich zu den anderen. Er ist, glaube ich, auf Startplatz 4. Da hätte er natürlich, wenn jetzt die anderen da hinten wirklich stecken bleiben, hätte er die Chance, da Punkte zu holen, vielleicht mal den zweiten Platz zu kriegen. Aber ich denke eher, dass es zwischen Jörg Romani und Christoph Bartel so ausgefahren wird, wer hier den zweiten Platz in der Fahrermeisterschaft macht. Auf Platz 5 dann Philipp Schmitz, heute nicht am Start, auf den 6 Hagen Tröger. Ja, das sind jetzt auch eine Punkteanzahl, die man aufholen kann. 30 Punkte, wenn er die heute macht, dann wäre vorm Philipp und hätte noch den 5. Platz. Auf der 7 dann Daniele Bonaventura für Fast and Racing 2, ist jetzt auch immer weiter nach vorne gekommen in der Tabelle, hat hier konstant Punkte geholt und das wird jetzt belohnt. Auf der 8 Daniel Scheuerle, auf der 9 dann Jan Hendrikussen, auf der 10 Marc Fangmann, der am Anfang der Saison viele spannende Rennen uns geliefert hat und viele Punkte geholt hat. Da war er auch ein Titelkandidat, aber zurzeit taucht er nicht mehr so häufig auf. So, und dann kommen wir mal zur Teamwertung. Genau, die Teamwertung. Auch da sehen wir einen deutlichen Vorsprung für Fast Lane Racing 1. Nochmal zur Erinnerung, Fast Lane Racing 1 bedeutet Guy Stettler und Jörg Romani. Und die beiden haben ja die Saison echt dominiert, insbesondere im Team hier fast 400 Punkte Vorsprung. Ich würde es einfach mal ganz frech behaupten, das sollte Rekord sein in der GPCC, bin aber nicht ganz sicher, da werde ich dann gleich mal nachschauen. Auf Platz 2 ist dann M-Technology 1 mit Christoph Bartes und Mike Vogt. Direkt dahinter M-Technology 2 mit Marc Fangmann und Jan Hendrikes. Und die beiden hatten wir eigentlich in richtig starker Konkurrenz zu Fastlane Racing gesehen. Ja, da gab es dann halt Abwesenheiten, da gab es schlechte Rennergebnisse und dadurch jetzt der große Abstand. Auf Platz 4 dann The Racers Club. Und die sind dann auch nochmal reichlich Punkte zurück, über 60 Punkte hinter M-Technology. Also die Teamwertung ist eigentlich so, ja, fast nicht mehr veränderbar. Also man kann hier maximal 116 Punkte holen im Team. Da müsste man jedes Mal einen Doppelsieg rausfahren. Also ist durchaus noch drin, glaube ich allerdings nicht, dass sich da noch was verändern wird. Auf Platz 5 dann Fastlane Racing 2, Daniele Bonaventura und Stefan Teigler. Ja, beim Daniele war einfach so ein bisschen die Erfahrung, die da gefehlt hat, also nicht Erfahrung vom Simracing allgemein, sondern einfach die Erfahrung Auto auf Strecke, weil er da immer wenig Zeit zum Trainieren hatte und immer auch sehr spät überhaupt erst auf den Server gekommen ist, meistens sogar ohne Qualifying gestartet ist. Und Stefan Teigler, ja, da lief es auch nicht wirklich gut diese Saison, also hatte er sich, denke ich, auch mehr erwartet. Platz 6 Wilgrave Motorsports, Platz 7 Minol Racing, Platz 8 Team FAC 1, Platz 9 Fastlane Racing 3 und Platz 10 MSK Motorsport. Wobei man sagen muss, MSK Motorsport auf Platz 10, die fahren gar nicht mehr mit, da hat dann eher das Wookie Racing Team noch Möglichkeiten, wobei da sind die Fahrer heute auch nicht da, also wird sich da nichts mehr ändern.
So, nochmal kurz durchatmen. Wir haben jetzt noch 4 Minuten bis zum Rennen. Ja, vielleicht nochmal kurz, wer heute das erste Mal zuschaut, noch kurz was zum Rennen. Also wir fahren jetzt 2 Rennen hintereinander. Maximalzeit, die man hier fahren kann, sind 35 Minuten. Allerdings wird es normalerweise nach Runden begrenzt und das sind hier in diesem Falle jeweils 12 Runden. Dazwischen wird es eine kurze Pause geben und dann startet das zweite Rennen mit ebenso 12 Runden, maximal 35 Minuten und die Top 8 sind dann gedreht, was wiederum schön Action versprechen wird. Ja, und da müssen wir auch ganz klar uns drauf konzentrieren. Ist es hier wirklich möglich, für diese drei, ja, Stellenkandidaten, Elmer, Elle Kotte, Christoph Bartels und Giacomani, wirklich hier so weit vorzufahren? Weil ich sag mal, wenn man sich geschickt anstellt, und selbst wenn man nicht so schnell ist, dann kann man die doch gut aufhalten. Man muss nur gucken, dass man auf den langen Geraden gut aus den Ecken rauskommt, dass sie einen nicht aus den langen Geraden schnappen, weil in dem Geschlängel, in den S's, in Infield ist es eigentlich nicht möglich. Deshalb ist das ein großer Punkt. Schafft es einer von denen vielleicht auf den 8. Platz, um dann im 2. Rennen von der Pole zu starten? Das erwartet uns, das wird richtig spannend und wir gucken uns jetzt mal kurz Zeiten an, die hier gefahren wurden im Warm-Up. Das ist zum einen Gö Stettler, steht schon wieder in der Box, aber Mike Vogt zum Beispiel hat noch Mike ist bisher auch recht unauffällig, ist nur 2:19 gefahren im Warm-Up. Das ist jetzt auch keine Zeit, die uns umhaut. Und da schafft es, der Porsche brennt. Ah, und da der Reifen durch die Gegend fliegt. Also da kann man froh sein, dass wir hier nicht die Schäden mit zwischen den Sessions mitnehmen. Also dass er jetzt das Auto zerstört hätte. Da haben wir gleich mal... Nein, Hakendrücker war es nicht. Wer war das im Hintergrund, der gerade sein Auto noch geschrottet hat? Also wir sehen hier unheimlich viele Fahrer, die jetzt hier nochmal ausprobieren, wahrscheinlich auch mit vollem Sprit erheblich mehr Probleme haben. Jetzt haben wir hier den Elmar. Im Replay. Ich glaube, das war der, der da durchflogen ist. Das sehen wir jetzt. Ja, das ist der Mike, der hatte da gerade seinen Unfall und ja, der Elmar kommt raus und dann macht's. Oh, dann gibt es einen großen Schaden und ich hoffe, dass das jetzt keine Vorahnung sind für das Rennen. Ich hoffe, wir werden ein sauberes Rennen erleben, aber was wir jetzt hier schon an ja, Unfällen und Problemen gesehen haben, das wird ja spannend auf alle Fälle. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja auch nochmal so eine ganz große Umstellung von dem Qualifying auf das Rennen, einfach mit dem viel höheren Spritzuladung. In Monaco unterscheidet sich das nicht so, weil da hat man keine schnellen Kurven. Gut, man hat jetzt die schnelle Kurve im Tunnel, die fährt man aber sowieso Vollgas. Aber sonst hat natürlich nicht viel. Aber gerade hier in Macau, diese ersten Kurven und auch der letzte Sektor, das sind einfach die ganze Zeit über schnelle Kurven. Man muss das Auto dort irgendwie durchbuxieren und mit voller Spritzuladung ist das Auto erheblich träger in den Kurven und hat natürlich auch weniger Lenkung. Ja, das Rennen geht gleich los, wird eine spannende Sache, wird aber ja, wir müssen da jetzt noch ein bisschen differenzieren. Wir müssen jetzt zum einen gucken, welche Fahrer sind theoretisch in der Lage, wirklich hier um den Sieg mitzufahren, welche praktisch. Also ganz vorne natürlich Sascha Lestrange, Gö Stettler, das sind die beiden, um die es erstmal gehen wird. Ich denke mal, dass die beiden, falls sie keinen Unfall machen, auch das Rennen sich ausmachen werden, beziehungsweise den Sieg unter sich ausmachen werden. Wobei ich da jetzt wirklich spontan sagen würde, dass der Gö da die besseren Karten hat, wenn er denn vorbeikommt. Also er ist einfach ja der ausgewogenere Fahrer, der ja auch gerade in der Qualifying fast an die Zeit vom Sascha rangekommen wäre, obwohl er nur eine Runde hatte.
Wenn er es schafft, an ihm vorbeizukommen, denke ich, dass der Gö schon ja, die besten Karten hat für den Rennsieg im ersten Rennen. Da muss ich dir so ein bisschen widersprechen, ja. Da bin ich mir auch unsicher. Einfach deswegen, Sacha Lestrange, der kämpft hier um nichts. Ja, die Meisterschaft ist entschieden und gerade ihm sind jetzt die Punkte auch völlig egal. Also währenddessen der Gö ja schon immer so ein bisschen mehr der vorsichtigere Fahrer ist. Ich denke, wir werden hier im ersten Lauf schöne Duelle zwischen den beiden sehen, aber schlussendlich wird meines Erachtens nach, außer er macht einen Fehler, das immer natürlich unter dem Vorbehalt, dann wird, denke ich, dass Sacha hier vorne bleiben. Weil, wir haben halt vorhin schon gesagt, wenn man auf die Geraden gut rauskommt, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit zu überholen. Also, zum vorletzten Mal in dieser Saison setze ich meine 5 Euro und ich setze ganz klar auf den Göstädter. Also setze ich meine 5 Euro auf Sacha Strange. Und wehe, er macht einen Fehler, dann gibt's danach Hauer. Ja, ich habe nicht gezählt, aber ich hatte doch schon so den Eindruck, dass ich die Saison da schon ganz schön abgesahnt habe. Das würde dann noch teuer zu stehen kommen, Herr Lohse. Ich will das dann alles in Bierflaschen bitte ausgezahlt bekommen. Da reden wir später noch drüber. Was mich aber viel mehr interessiert, sind die letzten drei Startenden, beziehungsweise jetzt sind es gar nicht die letzten drei Startenden, weil nämlich noch einige auf den Server gekommen sind, wenn ich richtig gesehen habe. Aber der Elmer, auch der Christoph und auch davor, selbst davor dann der Stefan Teigler, also die können hier alle gut fahren. Gerade der Stefan, der ist ein alter Hase. Elmer, ja, damals in der ersten GBCC-Saison dabei gewesen. Der ist genauso ein alter Hase. Also ich denke mal, zwischen denen werden schöne Fights entbrennen. Und ich hoffe mal, dass sie uns zeigen, wo man hier überholen kann. Und vielleicht schafft es ja doch einer von denen auf den achten Rang und damit auf die Pole Position im zweiten Lauf. Unmöglich ist das auf gar keinen Fall. Ja, aber wenn wir uns jetzt einfach mal die Namen angucken, die vorne stehen. Ein Daniel Langeckermann, Chris Eisold, Kai Kindermann, André Keidel, das sind alles keine Kinder von Aurica. Die können auch fahren und die wissen sich auch zu verteidigen. Also Kurschlecken wird es auf der Fälle nicht. Wenn hier Christoph Brandt, dahinter dann Jörg Comani und dahinter Elmar Erlekotter. Der Dreierzug wird hoffentlich uns ein sehr spannendes Rennen liefern. Ja, jetzt sind wir schon fast im dritten Sektor. Jetzt geht's schon langsam drauf zu. Wir haben hier schon ein paar Bremsmanöver zum Aufwärmen gesehen, ein paar Lenkmanöver, aber deutlich weniger als auf allen anderen Strecken. Also, ja, da ist dann doch ein bisschen der Respekt, dass man hier das Auto vielleicht noch ablegt. Jetzt kommt's zum Stau vor der Haarnadel. Jetzt muss man natürlich auch versuchen, jetzt die Führenden ein bisschen langsamer zu fahren, um das Feld einzubremsen. Ansonsten steht man hier Ewigkeiten und wenn man dann kalte Reifen hat und kalte Bremsen vor allen Dingen auch eben in dieser angesprochenen Rechtskurve nach der langen Geraden, dann kommt es da ganz schnell mal zu einem Überholmanöver, weil je kürzer man steht, desto wärmer sind natürlich noch die Bremsen. Ganz klar, da sind wir uns einig, der Start eine Schlüsselstelle beim Rennen in Macau. Das wird jetzt ja ein spannendes Thema sein. So, dann waren wir kurz weg, jetzt sind wir wieder da. So, jetzt stehen wir am Start und jetzt kühlen natürlich hier die Bremsen aus, die Reifen aus und ich denke, jeder wird sich ja wünschen, dass es kürzer dauert und wenn ich hier richtig sehe, steht er, dass Sacha Lestrange nicht richtig auf seinem Platz. Doch, tut er und geht's los, da kam der Frühstart vom Sacha Lestrange, ganz klar, Jumpstart. Er hat doch nochmal gebremst, jetzt fällt er zurück, dafür jetzt vorne Grünstädtler, dahinter Mike Neumann und dann ist es Jan Hendakes.
Und so verdenkt er mir sich auf ihn Wetter, also wirklich. Er war deutlicher Jumpstart und denke, man wird dann auch eine Stop-and-Go bekommen. Jetzt ziehen wir hier das erste Mal durch die schnelle Rechtskurve und jetzt gleich die Überholmöglichkeit Nummer 1. Ja, und da Mike Neumann auf der Außenbahn ganz mutig gegenüber dem Gestettern auf der vierten Position. Das ist Daniele Bonaventura. Unglaublich, wie er sich davor wird. Auf der 5 jetzt Sascha Lissönsch, der wird gleich zur Stop-and-Go fahren müssen. Derzeit gucken wir jetzt mal nach hinten ins Feld. 15. Platz, da sehe ich Christoph Bartels dahinter dann direkt. Jörg Kormani, Elmar Erler konnte nur auf Platz 18. Ja, aber die haben schon ordentlich Fahrer überholt. Denkt mal, jetzt wird es jetzt gleich, wenn sie dann nach der Haarnadel wieder in den schnelleren Streckenbereich kommen, werden sie da versuchen zu überholen. Hier in diesem ganzen Innenbereich, das ist eigentlich unmöglich, da muss der Vordermann den Fehler machen. Boah, hier beeindruckende Bilder aus, hier kommt Anis Kogbi, da hängt er den Christoph am Heck durch die Häuserschluchten bzw. Leitbahnschluchten von Macau, unglaublich. Ja, und er kann schneller, der Christoph kann schneller, das sieht man davon, denn der hängt den Markus Schuder im Heck und der will vorbei. Ja, da muss er sich nur noch kurz gedulden. Also, da ist direkt der Markus Schuder. Der hat einen Fehler gemacht, ist ja leicht in die Bande gekommen, aber wir sehen es, da kommt einfach der Christoph nicht vorbei, zeigt sich hier im Spiegel. Und im Hintergrund jetzt das Duell zwischen Stefan Zeigler und Olaf Grabaum und der ist vorbei, der hat es hier im Infield geschafft. Und direkt hinter dem Olaf Grabaum ist dann der Elmar Erlekotte, der will natürlich auch schnellstmöglich vorbei. Man sieht hier ganz klar, hier gibt's nirgendwo ist hier die Chance. Oh, da gibt's einen Stau, Christoph Bartels in der Wand. Ja, da ist der Jörg Kormani vorbei, da gab's, das schauen wir uns am besten nochmal im Replay an. Wir gucken uns das aus der Perspektive vom Jörg Kormani im Replay an. Gehen wir mal onboard, ich glaube, da sieht man's am besten. Jetzt gleich hier die Anfahrt auf die enge Falcon Hairpin. Da zeigt er sich in, ja, und der Markus Studer steht da außen fast. Ja, und dann haben wir hier die beiden wirklich Mühe, ihren Porsche, der ja irgendwie eigentlich schnell bewegt werden sollte, da rumzurufen. Aber alle fahren noch. Weil jetzt Sascha Lissönsch macht jetzt seine Stop and Go. Damit hat sich das Thema schon mal erledigt. Elmar Erler konnte jetzt gerade an Stefan Teigler vorbei, hier auf der langen Gerade, und der Stefan muss sich noch verteidigen gegen den Daniel Scheuerle. Und der Jörg Kormani war da gerade eben an der Wand, kann aber weiterfahren. Jetzt auch Elmar hier innen so eng gefahren, dass er da gleich noch berührt innen und da zum Glück nicht hängen bleibt, sondern weiterfahren kann. Also man hat ja doch manchmal bei der Kollisionsabfrage so ein paar Leitplanken, die einen nicht loslassen wollen, wo man dann hängen bleibt. Elmar hatte hier Glück, dass das nicht der Fall war. Meißen hier ihre Porsche um die Ecke. Das sieht schon ganz stark aus. Ja, Elmar muss jetzt die Lücke schließen. Da sind ein paar Sekunden zum Jörg Kormani. Beziehungsweise es sind 1,7. Naja, das sollte er vielleicht noch schaffen. Wir gucken unterdessen mal nach vorne. Um Platz 4, 5 und 6 ist es nämlich recht eng. Beziehungsweise um Platz 5 und 6. Das ist Alex Riedel, dahinter direkt Mike Vogt. Ja, und jetzt haben wir die Zufahrt zur Haarnadel, also hier muss man eigentlich versuchen, möglichst nah ranzukommen. Ja, und jetzt hier ein kleiner Fehler von Alex Riedel, der die Kurve nicht optimal erwischt hat. Jetzt die Haarnadel und dann muss man gut rausbeschleunigen. Dann hat man schon eigentlich die erste lange Gerade überstanden. Ja, das sieht mir doch noch genügend Vorsprung aus, um hier erstmal eine ganze Zeit zu überleben vor dem anderen. Direkt davor sehen dann das Duell Daniel Bonaventura auf Platz 4 und Jan Hendrikes auf Platz 3. So, jetzt ist der Christoph Bartels auch direkt dran am... Und da sehen wir einen Fast-Racing-Wagen in der Wand. Welches Auto war das? Ich meine, das war der Stefan Teigler. Stefan Teigler, ja. Er fällt zurück. Oh, und jetzt kommt es hier noch zur Kollision mit einem anderen Auto. Das müsste... oder auf Grabau gewesen sein. Genau, da scheint das Auto jetzt auch leicht lediert zu sein.
Währenddessen der Göstädtler mit einer neuen besten Runde, einer 2.18.8, und ist damit eine Sekunde schneller als der zweitplatzierte Mike Neumann. Ja, wir sehen es im Replay, dem Stefan Tagler kommt das Auto quer und dann gibt es da einige Kollisionen. Naja, es gibt ein zweites Rennen, nächster Versuch, wobei er ja auch noch fährt. Wir gucken jetzt mal wieder ins Feld. Christoph Bartels ist jetzt auch zurückgefallen. Hat er da wohl einen Unfall gehabt? Oder? Hier geht ins Replay und da sehen wir, ist er da angeschlagen? Kann das sein? Ja, da sehen wir die Delle in der Seite, da ist er jetzt davor irgendwo angeschlagen und dann hat er den Platten. Das ist natürlich ganz schön ärgerlich. Ja, vor allen Dingen ist es am Anfang der Runde, sprich er muss jetzt die komplette Runde mit dem Platten zurück in die Box humpeln und dann sich neue Reifen holen, und das wird natürlich keine gute Platzierung jetzt in dem Rennen. Da haben wir eigentlich ja nur noch zwei, die von hinten gestartet sind, die jetzt ja noch wirklich Chancen auf Platz 8 haben, und wir haben es total verpasst. Elmar Erlekotte nach vorne gekommen, ist Platz 12, Platz 13 Jocko Mani, wir haben es hier im Bild, also der Elmar ist eigentlich nicht ganz so gut gestartet, aber jetzt legt er so richtig los. Ja, hatte da ja wohl anscheinend einen kleinen Kuddelmuddel mit Jörg und mit Christoph Bartels, und da hat der Elmar ja einfach die Lücke gesucht, gefunden und war vorbei. Und jetzt ist er hier der mit der besten Ausgangslage, Platz 12. Der nächste wäre dann Kai Kindermann, zurzeit noch knapp 5 Sekunden weg. Da werden sie wohl ein bisschen brauchen, bis sie da wieder rangefahren sind. Und da vorne ist es nämlich auch ein Duell zwischen Kai Kindermann und André Keidel. Eigentlich muss man sagen, hier überall Duelle, also Platz 8 und Platz 7, Marco Blech, Chris Eisold, die beiden sind sehr eng beieinander, dann aber auch Platz 5, Platz 6, Mike Vogt, Alexander Riedel und auch davor Jan Hendrikes und Daniele Bonaventura immer noch nahe beieinander, also da ist noch nichts entschieden. Um Platz 3 ist auch noch sehr eng, das ist Daniele Bonaventura und Jan Hendrikes. Der Daniele überrascht ein bisschen, dass er so weit vorne jetzt mitfahren kann. Die Rundenzeiten sind jetzt gar nicht so schlecht, wie die da fahren. Und der Jan hier vorne mit Quersteher, und jetzt ist der Daniele dran. Und ich wollte gerade schon sagen, der Daniele fährt wie viele Saisons, der hat schon GPCC mit, ja, der gehört fast schon zum Inventar. Und wir sind so häufig Macau gefahren, dass einfach dann die Erfahrung, und er ist ja auch langjähriger Simracer, also er hat die Erfahrung, man sieht vor ihm, der Jan, der hat zu kämpfen, er hat schon mehrere Berührungen gesehen, vorher schon die Quersteher. Mal sehen, Daniele versucht ihn jetzt, oh, und Daniele jetzt auch Quersteher und leichte Bandenberührung, also der versucht ja anscheinend den Jan Hendrikes in den Fehler zu treiben. Und wir sehen im Rückspiegel von Daniele, der Mike Vogt ist direkt dran, könnte sich jetzt von Alexander Riegel absetzen. Ja, und da kann man sehen, wie schnell das gehen kann. Da ist er dann jede zweimal ein bisschen in der Wand. Und schon kommt der Jan Hendrikes vorne richtig weg. Und der Mike Vogt im Rückspiegel wird immer größer. Also hier muss man wirklich aufpassen. Jetzt hier die beeindruckende Herpin genannt. Das ist wirklich eine einmalige Kurve. Ja, und jetzt kann er wieder ankommen. Ich würde fast sagen, das ist ein ganz anderes Flügelkonzept, was der Herr Bonaventura da fährt. Der fährt anscheinend deutlich weniger Flügel. Ah, oh, nee, ich schreibe gerade was. Ich habe gerade gehört, es gibt hier ein paar Stream-Probleme. Zumindest haben sich einige Zuschauer beschwert. Haben es vorhin eigentlich mehrfach getestet. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht groß...